And I would love to introduce you to the grand jury this morning. At E, from Spain, Mariano Santos Redondo. At H, from Germany, Henning Lehrmann. At C, therefore president of the grand jury for this competition, from Germany, Elke Eberts. At M, from Slovenia, Miss Maja Stukeni. And at B, from Finland, Miss Maria Kolliander. Und das erste Paar ist bereits am Viereck. Der 12-jährige Hannoveraner, die 12-jährige Hannoveraner Stute, eine Tochter des Donnerhallers, eine Argumentmutter mit Namen Dila Ponia T. Und im Sattel aus Schweden, Pauline Friberg. Also heute der internationale Grand Prix Spezial als erste Prüfung hier in der Grand Prix Arena. Für Schweden Paulinda Friberg mit Dila Ponia T, 12 Jahre alt, Donnerhalmer Argument im Besitz der Reiterin. Schweden hat ja gerade sein großes international offizielles Turnier hinter sich, Falsterbo, CDIOC, SIO, also mit Nationenpreisen in Dressur und Springen, mit Jungpferdeprüfungen. Und Klipma Horse wird auch in diesem Jahr von den Elite-Auktionen in Schweden und vom Jungpferdeschampionat, von den Qualifikationen und dem Finale berichten. Heute Morgen schon in sehr schöner Selbsthaltung hier, diese Donnerhall-Argument-Stute. Ganz leicht vorne im Genick. Sehr schön an der Senkrechten. Ausdrucksvolle Passage, wo nicht dieses Zuckige hinter meine, sondern sehr schön durch den Körper getragen, mit genügend Vorwärtstendenz bei erhabenem Treten. Hier nochmal sehr schöner, starker Trab. Richtig schön durch den Körper und in den inneren Schenkel gebogen. Sehr schöne Traversale hier. Er gefällt mir morgen sehr gut, die Laponia T. Muss ich ein bisschen auffordern, damit sie im Takt bleibt. Die Schweden ja immer schon einen Kontakt zum Hannoveraner Verband gehabt, auf Auktionen immer Fohlen und Stuten, so die Hengste gekauft und auch hier natürlich zur Weltmeisterschaft sehr viele Besucher aus Schweden, die den Weg nach Pferden gefunden haben. Findet sofort den Takt da. Schön energisch abfußend. Ganz gerade im Genick. Das heißt also, sie kann die Kraft aufnehmen, kann die Last aufnehmen am Hinterbein.
Wird jetzt ein Ticken eng, aber immer noch mit der richtigen Wölbung, kein falscher Knick. Sofort wieder im Takt. Hier die Traversalen sehr schön mit Biegung, Stellung, sehr guter Wechsel. Ganz kleines bisschen schwankend beim Wechsel nach links, aber sehr sicherer Wechsel. Ja, muss ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht zu viel Kandareneinwirkung bekommt. Super, hier gucken wir, wie bei euch auf der Galopp geritten ist. Spitzenklasse. So, auch nochmal für den Richter bei C zu bewerten, ob das Pferd gerade ist. Die Einerwechsel auf der Mittellinie. Schöne Versammlung wieder. Sehr zentrierte Pirouette. Und die Schlusslinie jetzt für Paulinda Friberg und die Laponia T für Schweden. Ganz tolle Vorstellung hier heute am Sonntag. Hat sie so ein bisschen den Übergang verschlafen. Aber dann wieder eine sehr, sehr schöne klassische Piaffe. Da kann und muss sie mit zufrieden sein. Das war wirklich schön heute Morgen. Ja, die schwedische Fraktion freut sich da oben und das ganz zu Recht. Das war super, das war wirklich schön, das war klassisch, das war elegant und leicht.
Matthias Fernandes, ihr Wissen, die nach Amiens zu uns kommt. Ich sage Ihnen,